Hey Helmut, du bist unser Held, wir ziehen vor dir den Hut. Hey Helmut, bist ein starker Typ, du tust uns alle so gut. Damals im Thüringer Wald, ein Buch, der dem Sport so gefiel. Er spielte auch gern und oft Fußball, ein großer zu werden sein Ziel. Doch dann war's im Jahr 54, zum Skisport ihn magisch bis zu. Mit 19 gelang ihm das Wunder, in Oslo am weitesten flog. Alles schunkeln! Hey Helmut, du bist unser Held, wir ziehen vor dir den Hut. Hey Helmut, bist ein starker Typ, du tust uns alle gut. Seine größten sportlichen Erfolge würde ich jetzt ganz gerne mal bei ihm abfragen. 53 Jahre, Gustav Rujak und Helmut Recknagel. Und ihr, wir können es hier neben uns erleben, begrüßt die alten Sportfreunde aus Polen. Jetzt gibt es natürlich erstmal eine ganz, ganz große Sieger. Wiedersehensfreude, wollte ich sagen. Sieger waren es natürlich auch irgendwo. Mit ihm war ich Weggefährte gewesen, muss ich sagen. Er war nur drei Klassen besser als ich. Also, ihr passt altersmäßig dann eher. Vielleicht mal einen Applaus an Sie, alle, die so mit dabei sind, immer wieder mitmischen, Freizeit opfern dafür und dann am Ende hier solche schönen Events hinzubekommen. Bitte mal einen großen Applaus. Helmut Recknagel, kommen Sie zu uns. Hier, ja, auf die Bühne. An der Seite ist eine Treppe. Genau. Wir bitten dann weiterhin auf die Bühne. Oh, das macht er ganz unkompliziert. Er ist Sportler, ne? Das sieht man. Was Horst Hüttl anbelangt, und Horst, ich darf dich dann mal rauf bitten auf die Bühne, den sportlichen Leiter des Deutschen Skiverbandes. Der Horst ist schon einige Male hier gewesen bei uns, allerdings noch nicht zu der Zeit, als der Zustand unserer vier Schanzen jetzt so ist, wie er sich momentan darstellt. Grüß dich, Horst. Sehr schön, dass du den Weg wieder zu uns gefunden hast.
und der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Dr. Franz Steinle. Herzlich willkommen, Herr Dr. Steinle. Bitte auch mal einen Applaus von ihm. Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Klaus ist, der Mann ist 80 geworden am 20. März. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Der März scheint bei Helmut Recknagel sowieso eine ganz besondere Rolle zu spielen, denn der 3. März vor 60 Jahren, das war ein ganz besonderer Tag. Als erster Nicht-Skandinavier hat er am Holmenkollen ja sozusagen den Sieg geholt. Denkt man da heute immer noch mal dran, auch wenn es 60 Jahre zurück ist? Das war so ein ganz besonderes Erlebnis, oder? Manchmal vergisst man das schon, aber vor 60 Jahren, wurde eben gesagt, war eine tolle Geschichte. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, für den deutschen Skisport und Sprunglauf in der Höhle des Löwen mal so ein Kunststück fertig zu bringen. Das war Holmenkollen am 3. März 1957. 60 Jahre vorbei, wir sind älter geworden und tanzen auf den Erdball noch rum. Dann müssen wir noch einen zweiten Termin nennen, nämlich vor 6 Jahren. Und das ist wahrscheinlich auch eine ganz große Ehre, wenn, wie ich finde, auch vielleicht ein bisschen verspätet. Das hätte ruhig noch 10, 20 Jahre früher sein können. Und zwar wurde Helmut Recknagel in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Auch das ist nochmal ein Applaus wert, oder? 2011 war das. Danke, 2011, im Mai. So, wenn wir schon so bei Terminen sind, muss ich sagen, auch das, was wir heute erleben, letztendlich ist es für Bad Freienwalde ein richtig toller Tag und ein Gewinn. Ich hätte auch schon gedacht, dass es viel mehr Sprungschanzen in Deutschland gibt, die seinen Namen tragen, aber es wird die allererste sein und darauf kann Bad Freienwalde, glaube ich, besonders stolz sein. Das ist auf jeden Fall unser nördlichstes Zentrum, Skisprungzentrum in Deutschland, aber ich bin heute nicht das erste Mal hier, ich war schon öfters hier und es ist einfach schön zu sehen, dass Skispringen an der Basis einfach immer mehr Freunde findet, immer mehr Enthusiasten. Wir brauchen diese Enthusiasten, die den Skisprungsport nach vorne bringen. Und warum soll nicht hier auch ein Talent emporkommen und sich entwickeln? Und dann natürlich muss man dann schauen, wie der Weg weitergeht. Aber ich bin ganz gespannt dann auf den Wettkampf. Und wir haben schon im Winter ein, zwei talentierte Leute ausgemacht hier aus Bad Freienwalde. Und die werde ich mir dann nochmal anschauen wollen. Auch der Präsident ist hergekommen, wollte sich das nicht nehmen lassen. Wie oft waren Sie schon in Bad Freienwalde, Herr Steinle? Ich bin zum ersten Mal hier und bin sichtlich beeindruckt. Bin natürlich auch wegen Dr. Helmut Recknagel hergekommen, aber insbesondere auch wegen der Anlage. Wie gesagt, wie der Horst Hüttl bereits zum Ausdruck gebracht hat, wir sind als Deutscher Skiverband angewiesen auf die Nachwuchsarbeit, die unmittelbar vor Ort geleistet wird. Und umso flächendeckender in Deutschland dies geleistet wird, umso mehr ist weiterhin gewährleistet, dass wir ganz vorne mitmischen im Skisprungsport. Ich glaube, Sie haben heute viel, viel Möglichkeiten, auch mit den zahlreichen Weltmeistern, Olympiasiegern oder mit der Führungsriege des Deutschen Skiverbandes hier vielleicht mal in Kontakt zu treten, ein oder zwei Fragen zu beantworten, das jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen würde. Sie sind alle noch eine Weile hier, weil nachher gibt es ja erst den großen Wettkampf. Wir werden nochmal, um vorausschauen zu können, um 15 Uhr hier die Enthüllung machen. Dort oben sehen Sie vielleicht schon das helle Tuch. Dort hinter verbirgt sich dann das, um was es heute eigentlich geht. Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag. Wir werden in ein paar Minuten Runde 2 einläuten, dann übrigens auch mit der Ski-Olympischen Riege, wenn ich es mal so sagen, der Vergangenheit. Ulrich Wehling, Henry Glas und Stefan Huhler werden da sein und wir werden mit ihnen reden. So, Uli Wehling. Wir fangen gerne mal an. Wir hatten ja heute schon, ja, gerne das Gespräch, das Mikrofon nehmen. Gut, dreimal Olympiasieger, 72, 76, 80, darüber hinaus noch einmal Weltmeister gewesen und einmal Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft. Und genau, das allein ist schon mal ein extra Applaus wert. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier in Bad Freienwalde sein kann und kann die komplette Anlage, so wie ich sie wirklich noch nicht gesehen habe, bewundern. Ja, in meiner Zeit war das Wettkampfsystem ein bisschen anders, als das heute die Top-Athleten erleben. Sie haben Wettkämpfe über 20 Stück im Jahr. Bei uns waren das mal 4, 5, 6. Ich habe eine Saison gehabt, da war ich auch über 10. Aber das System war ein ganzes anderes. Wir haben viel trainiert, zielgerichtet auf Wettkämpfe uns vorbereitet. Ich hatte gute Trainer, die mir auch ab und zu mal eine Pause gelassen haben, um Schule und andere Dinge im sportlichen Leben oder im beruflichen Leben weiterentwickeln zu können. An der Seite von Ulrich Wehling ist Henry Glas. Ich glaube, Sie waren zur gleichen Olympiade damals, 1976. Naja, wenn man sie erst einmal hat, ist es eigentlich leicht, sie zu begeistern. Das Schwere ist, Kinder oder Jugendliche zu finden, die bereit sind,
den Leistungssport zu betreiben. Ne? Sie kommen auch aus dem Süden der Republik, logischerweise, da wo eigentlich die Skisportgebiete sind. Was sagen Sie zu Bad Freienwalde und diesen drei Schanzen? Ja, ich bin, vier sogar. Ja, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Es ist fantastisch, was hier entstanden ist. Ne? Und man muss sich wirklich, oder die Region kann stolz sein, dass sie sowas hat. Tym razem mogę już przetłumaczyć to. Witamy pana Jana Szturca, trenera Adama Małysza, jeszcze na razie trenera kadry narodowej kombinacji norweskiej w Polsce, a też trenera naszego popularnego Piotra Żyły. Ja, wir freuen uns auch, dass Sie hier sind und das ist ja heute wahrscheinlich für Skispringer wie so eine Art Klassentreffen. Ne? Man trifft sich wieder, manche nach vielen, vielen Jahren. Geht Ihnen das auch so, Herr Sturz? Tak, no, już od 15 lat tutaj ta współpraca trwa pomiędzy WSV Bad Freienwalde a klubem sportowym Wiśle i ta współpraca przynosi obopólne korzyści i przede wszystkim sukcesy, bo to jest sukces, że tutaj niedaleko Berlina wybudowano tak piękne obiekty, a niedaleko polskiej granicy. I w przeszłości tutaj nawet i za Odry chłopcy trenowali, skakali, także my przyjeżdżaliśmy tutaj na zawody i przyjeżdżamy i mamy nadzieję, że będziemy dalej przyjeżdżać. Es ist mir auch eine Freude, hier weiter diese Entwicklung mitzumachen. Wir haben uns hier vor 15 Jahren getroffen und die Freundschaft zwischen WSV Bad Freienwalde und WSS Wiesla, woher wir kommen, das dauert weiter und das ist auch so mit Erfolg alles gemacht und das möchten wir auch weitermachen. Vor allem also in der Vergangenheit hatten wir die Möglichkeiten hier von beiden Seiten, polnischer Seite und deutscher Seite, miteinander zu springen. Wir hatten auch Athleten, die hinter der Oder gewohnt haben und hier trainiert haben und das ist eine besondere Freude für uns. Dankeschön. Wir haben hier drei Herren, die sehr wichtig für uns sind. Zwei davon sind für unsere Ortschaft und für unsere Region in den Beskiden von sehr großer Bedeutung und Wichtigkeit. Und die wollen wir auch beehren. So, ich habe die Ehre, als stellvertretender Bürgermeister in Weichsel in Wiesła, Sie auch von unserem Bürgermeister sehr herzlich begrüßen. Und wir haben eine Kleinigkeit für Sie von Herrn Bürgermeister mitgebracht. Das ist ein Ski aus Wiesła für Sie, extra mit der Unterschrift von dem Bürgermeister, Tomasz Bujok. Tymek und mit dem Opa. So, Tymek als der jüngste Skispringer, der schon mit 6 Jahren auf der größten Schanze hier gesprungen ist und heute auch hier springen wird. Das ist eine Gratulationskur, die es in sich hat. In Wiesła hier. Kleinigkeiten für Sie, so ein bisschen von unserer Nationalmannschaft mit allen Unterschriften von denen, die in diesem Jahr alles gewonnen haben. Ja? Die haben das unterschrieben und auch ein bisschen Medizin von unserer Region, das werden Sie sehen. Ja? Dass es Ihnen auch weiter gut geht, das ist ein kleine Schnapsele aus Honig. Danke ganz herzlich. Vielen herzlichen Dank. Da natürlich auch für Herrn Doktor haben wir auch weitere Geschenke. Und hier, das ist das, was wir erzählt haben, dass die Herrschaften sich sehr oft nach langer Pause treffen. Und wir haben hier auch die Teilnehmer von Olympia von den 60er Jahren. Und die möchten auch dem Freund was überreichen. Das ist der Herr Gustav Bujok. Das ist übrigens der Sportfreund, den ich vorhin gerade ganz kurz angesprochen habe. Nach 53 Jahren haben diese beiden sich jetzt wieder gesehen. Ein Schanzenjäger vom Format. Der war richtig gut und hat ernsthaft den Sport betrieben. So, und der nächste Athlet
Okay, und unser Kampfrichter aus Polen, bekannter Kampfrichter, möchten auch Geschenke überreichen aus unseren Beskiden. Das ist ein Bild, das müssen Sie auch sehen, das ist was Besonderes. Ein Bild von Herrn Doktor in Zakopane in 62. Vorbereitet extra mit dem Zeichen hier aus Zakopane auch. Das ist auch wieder ein Kollege, der Olympia teilgenommen hat, Herr Josef Kozian. Und hier haben wir aus Szczyrk, auch eine Ortschaft, die Sie auch kennen, in Polen, den Beskiden von der Schanze, auch ein Geschenk mitgebracht. So, wir haben auch für unseren zweiten Ehrengast auch die Medizin aus Polen mitgebracht, von den Bienen, ja. Das überreicht auch der Jan Sturz. Dankeschön. Ich habe ja auch ganz gute Verbindungen nach Polen. Miroslav Jaroslewski werden Sie wahrscheinlich kennen, der Kosmonaut aus Polen, der mit mir im Sternstädtchen war bei Moskau und der einen Flug vor mir geflogen ist mit der Raumstation Salut 6. Günther Lüdecke, Herr Günther, wir möchten uns auch bedanken. Ich habe gestern am einen Tisch die Geschichte gehört, wie das vor 15 Jahren losging, also wie Sie auf der Straße nach Polen so plötzlich über die Unebenheiten von der Straße gestolpert sind und sagten, dass es Bonanza ist, ja, und dass Sie nach Polen gefahren sind, um hier diese Freundschaft zu gründen. Und wir möchten uns auch sehr herzlich bedanken. Also ich von der Geschichte kann ich sagen, die beiden Herren haben vor 15 Jahren tatsächlich die ersten Skier von Polen hierher geschmuggelt und so. Und das ist eine wilde Geschichte, lange her, aber daraus entstand das, was Sie hier sehen, was uns auch sehr freut. Machen wir dann gleich mal mit unserem Gast, Herrn Dr. Sigmund Jehn, weiter. Herr Dr. Jehn, wenn ich einen Hut auf hätte. Ich hätte ihn jetzt gezogen im Nachhinein, das war schon 1978, ich glaube, da sind meine Informationen richtig, wo Sie im Weltall waren. Wenn man so landläufig kleine Jungs befragt, was willst du denn mal werden? Da bekommt man zu hören, Feuerwehrmann, Polizist oder Kosmonaut. Für Sie war offensichtlich die dritte Variante, die Vorzugsvariante. Oder wie ist es dazu gekommen? Wenn man vielleicht mal ein Mikro? Ja. Dankeschön. Nein, mich haben tatsächlich in jungen Jahren Flugzeuge interessiert und damals 1954, 55 wurden die Luftstreitkräfte, damals noch Aero Club, gegründet und ich habe natürlich versucht, Flugzeugführer zu werden. Und aus dem Flugzeugführer ist eben dann der Kosmonaut geworden. Das kann man sehen, wie man will. Glück dabei oder auch ein bisschen in die Richtung passend. Übrigens sind wir ein Jahrgang mit dem Helmut Recknagel. Ich habe ihn damals auch schon als junger Mann bewundert. Ich bin genauso wie er in diesem Jahr auch 80 geworden. Wenn Sie als Urbrandenburger irgendwo in der Welt umher gereist sind und Skispringen kommentiert haben und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja auch mal ganz stolz gesagt, wir haben in Bad Freienwalde auch eine Skischanze. Und da haben alle auf die Karte geguckt und gesagt, was, da liegt doch gar kein Schnee. Wurden Sie da eher belächelt oder war man da doch erstaunt darüber? Oder haben Sie es gar nicht erst erzählt? Naja, ich musste das eigentlich loswerden, weil der Dieter Bosse und der Günther Lüdecke, die sind mir so auf die Nerven gegangen. Und wenn ich das nicht erzählt hätte... Kennen wir. Ja, kennt ihr, ja. Ich möchte, weil heute alles um Helmut geht, Recknagel, eine kleine Story erzählen. Ist es erlaubt? Ja, natürlich. Helmut ist jetzt nicht auf der Bühne, der muss sich das anhören. Ich habe das gefunden in dem ehemaligen Archiv von Radio DDR. 1960, das war nicht so einfach, eine Direktschalte zu installieren nach Scovelli. Harry Klass saß in Berlin, Helmut Recknagel in Scovelli. Er war gerade Olympiasieger geworden. Das war, wie gesagt, teuer und nicht so einfach. So, und jetzt der Dialog. Heute undenkbar.
Wenn du heute zu Helmut Recknagel sagst, rede eine Stunde, dann macht er keine Pause, dann rede in einer Stunde. Damals lief das folgendermaßen ab. Henry in Berlin. Hallo Helmut. Hallo Harry. Na, wie ist denn gange? Ja, ganz gut gegangen. Ja, und Wetter? Na ja, weiß schon. Mal so und mal so. Und jetzt? Na, jetzt habe ich halt ein bisschen Ruhe. Jetzt habe ich gewonnen, ne? Na ja, du, dann wünsch dir noch alles Gute, gell? Ja, Helmut, danke. Danke, Harry. Mach's mal gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Helmut Recknagel. An sich sollte ich ja die Hymne des WSV singen, aber ich habe jetzt was getan, was ich in dem Moment darf. Da ich ja diese Hymne komponiert habe und die sozusagen mein Eigentum ist, darf ich darauf auch ein Helmut-Recknagel-Hymne machen. Das ist die Weltpremiere für die Helmut-Recknagel-Hymne. Bitte Musik ab. Hey Helmut, du bist unser Held. Wir alle gratulieren dir mit einem ganz lauten Hurra. Hurra! Wo ist der Helmut? Helmut, du hast die CD extra für dich gepresst, da ist das Lied drauf. Und den Text habe ich auch für dich, den kannst du an die Wand hängen. Ich bedanke mich bei den Kollegen, dass sie mich so nett aufgenommen haben. Vielen Dank, du gehörst hierher, du bist hier zu Hause. Das letzte Wort hat, Sie können ruhig klatschen, wenn Sie wollen, gerne. Das letzte Wort hat der Präsident, der natürlich auch mal die Gelegenheit nutzen möchte, von hier oben einfach mal Danke zu sagen. Genau. Ich möchte es natürlich nicht versäumen, mich bei allen Beteiligten, die so etwas wie dieses Event immer möglich machen, zu bedanken. Das sind in erster Linie unsere Vereinsmitglieder, alle Helfer, die Eltern, unsere Kinder, die dafür sorgen, dass wir hier überhaupt sowas machen. Und ganz besonderer Dank gilt natürlich unserer DSV-Führungsriege, die es sich nicht hat nehmen lassen, hier heute zu erscheinen. Natürlich in Verbindung mit Helmut Recknagel, mit der Ehrung hier heute, die im Anschluss dann vollzogen wird. Einen ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die auch auf der Sportanlage tätig sind. Das ist der SV Jahn, die uns hier mit unterstützen, auch mit Pflegen. Das ist ja immer gar nicht so einfach. Also ein Dankeschön und natürlich an die Landesregierung, die jetzt auch vor Ort ist, unserem Bürgermeister und allen Beteiligten und Ungenannten. Herzlichen Dank Ihnen im Anschluss. Einen tollen Wettkampf nach der Namensgebung natürlich. Herzlichen Dank. Hi, ich deutsche den Skiverband und alle die Beteiligten, die hier was Großes geleistet haben. Ich bin außerordentlich erfreut und freue mich auf die nächsten Minuten. Und Ihr Auftrag ist sportlich und international, nicht, dass wir unter den Hand kommen. Wir wollen die Welt mitbestimmen. Ich hoffe, es funktioniert. Auf die Plätze und fertig, los, Tuch bitte runter, Namen frei. Sie können ruhig applaudieren, was hinter uns passiert, sehen wir jetzt nicht. Wir drehen uns aber gleich um. The dominator of the event, all the way. He can't afford to relax. The field is strong. Achtung! Es wird was Besonderes eingespielt. Ich glaube, das hat keiner mitbekommen. Lieber DJ, kannst du das nochmal von vorne starten? Ich muss dazu mal was sagen, ganz kurz. Und Dieter auch, das will wirklich auch jeder mitbekommen. Weil das ist ein Tondokument, das ist 60 Jahre alt. Das wurde damals, glaube ich, wer hat es zur Verfügung gestellt? Helmut. Bitte? Günther weiß gar nicht. Günther Gürzer hat es zur Verfügung gestellt. Ja, so. Und dann hören wir jetzt mal bitte ganz genau hin. Ja? Germany's Recknagel has dominated the event all the way. He can't afford to relax. The field is strong. His second leap, 277 feet, perfectly done, clinches it. And the 80-meter jump gives Germany a gold medal. Hallinen of Finland, a silver.
Leah Daughter of Austria, a bronze. Jako jedna ekipa pod specjalną flagą będącą kombinacją barw obydwu państw i pięciu kół olimpijskich. Pierwszy z czterech złotych medali dla Niemiec zdobył Helmut Recknagel w konkursie skoków. Ist der nächste, Jakob Ziesler, ebenfalls aus Wiesbach. Drittletzter Starter im ersten Durchgang auf der K42-20, Philipp Musa vom LZS Schokolz-Tschirk. Hey, Lia Böhme, die einzige deutsche Starterin in diesem Sextett. Sie kommt vom SV Blau-Weiß-Hittersdorf. Starter die 13, Jakob Zümer aus Wiesbaden. Jenny Nowak vom SC Soland aus Sachsen. 55,5 Meter. Die 28 ist am Start. Sandra Müller, WSV Grüner. Ebenfalls vom Sächsischen Skiverband. 56 Meter weit war dieser Sprung. Dann kommt die nächste Pauline, nämlich Laue mit der Startnummer 30. Das waren 42 Meter. Timotheus Sienkala ist der Erste mit der 35, kommt aus Wiesbaden. Und der ist gerade mal 9 Jahre alt. 52 Meter für Timotheus Sienkala. WSS Wiesbaden kommt der nächste Starter, Jakob Wisetka. Er hat die Nummer 36. 59 Meter für Jakob Wisetka. Wojciech Troszczok, er hat die 37. Die Weite für Wojciech Troszczok. Dann haben wir als nächsten Starter wieder einen jungen Nachwuchssportler aus Bad Freienwalde, Moritz Eckstein, die 40. 46,5 Meter weit war der erste Versuch. Nächster Starter ebenfalls aus Polen vom Verein Poroniec Poronin, Bartłomiej Kuchta. Er landet exakt bei 55,5 Metern. Michael Martinek, der nächste Starter vom polnischen Verein LKS Olympia Goleszczów. 54,5 Meter. Es folgt die 46, Marcin Maliurek, ebenfalls aus Wiesbaden. Wird bei 54 Metern exakt. Selber Verein Wiesbaden. Arkadiusz Jojko, die 47. Der Tagesbestweite bisher 60,5 Meter. Arkadiusz Jojko. Die 49 hat Viktor Fikowski. Er kommt vom LZS Schokolz-Tschirk. 63,5 sogar. Der nächste Starter, die 52, Szymon Jojko aus Wiesbaden. Das war wieder die Tagesbestweite, 64,5 Meter.
Die 54 am Start, Patrick Hutira vom LZS Schokolsch-Tschirk. 66,5 Meter, wieder Tagesbestweite, der 15-jährige Patrick Hutira. Ihre Vereinskamera Pauline Stefani ist die nächste mit der 29. Die Weite 55,5 Meter. Weibliches Teilnehmerfeld beschließt Alexandra Seifert vom VSC Klingenthal, die Nummer 33. 54 Meter. Nächste Startnummer ist dann die 35, Timotheus Sienkerla. 53,5 Meter. Die Startnummer 54 ist bereit, Patrick Hutira, LZS Schokolsch-Tschirk. 68 Meter, 3,5 Meter unter Schanzenrekord. Mit Sicherheit die Tagesbestweite bisher. Henry Hoffmann, unser nächster Starter aus Spitz-Kunnersdorf. Die 64, 37 Jahre alt. 63 Meter. Dann die 65, Oliver Böhme. Er kommt aus Dittersbach. 69,5 Meter von 41-Jährigen. Joachim Petzold, ebenfalls aus Dittersbach. Der ist dann schon 50 Jahre alt. 50 Meter für Joachim Petzold. Der drittletzte unserer Starterliste, die 67, Mike Braulob, ebenfalls aus Dittersbach in Sachsen. Kurz 64,5 Meter. Und wir erwarten den letzten Springer, mithin auch unseren ältesten Teilnehmer des heutigen Tages. Der steht jetzt oben, Henrik Vogel, die 69 aus Dittersbach. Er hat nämlich heute Geburtstag. Auf der Folgendes steht: Für besondere Verdienste um die Entwicklung des Leistungssports wird die Ehrenmedaille des Olympiasiegers Helmut Recknagel aus Anlass der Namensgebung der 70-Meter-Sprungschanze in der Sparkassen-Ski-Arena in Bad Freienwalde verliehen. Jetzt nochmal das Ganze in Polnisch. Dyplom, który otrzymają nasi tutaj osoby, które pracowały, nasi sędziowie, mówi o tym, że to dyplom za uznanie tej pracy, tego zaangażowania podczas pucharu, który był zorganizowany, jest zorganizowany na 80-lecie urodzin Olimpia zwycięzcy Olimpiady i zwycięzcy świata Helmuta Recknagela. I uczestnictwie w tym spotkaniu niemiecko-polskim w Bad Freienwalde 20 maja i dostają wszyscy właśnie te dyplomy oraz coś, co akurat spadło i dźwięczy, piękne medale z okazji tego wydarzenia. Ebenfalls Glückwunsch zur fünftplatzierten Nicola Kondala, ebenfalls wie es war. Den vierten Platz belegt Sarah Theiner, LZS Schokolsch-Tschirk. Und dann kommen wir zu den Podestplätzen. Hier haben wir als drittplatzierte Bronzemedaillengewinnerin Viktoria Pschibila vom LZS Schokolsch-Tschirk. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir die andere Viktoria Kiersnowska, nämlich aus Wismar, als zweitplatzierte Gewinnerin der Silbermedaille. Und erste, herzlichen Glückwunsch, ganz oben stehend, Lia Böhme, SV Blau-Weiß Dittersbach vom Sächsischen Skiverband. Herzlichen Glückwunsch allen Siegerinnen und Platzierten. Mit 187,2 Jakob Ziesler aus Wismar. Mit der Note von 188,5, fünftplatzierter, Viktor Fender, LKS Klimczok-Bistra. Mit der Note 193,4, belegt Platz 4, Moritz Theray, WSV Bad Freienwalde 1923. Drittplatzierter 202,9, also der erste über 200 Punkte, ist dann Timotheus Sienkjala, unser Neunjähriger von WSS Wismar.
209,3 reichen für Platz 2 und Zizhtua Lesniak, LKS Klimczok Bistraun, ganz knapp 0,4 Punkte davor und 209,7 nämlich reichen für Max Unglaube. Und Platz 1. Katarzyna Harsche vom ZKN Sokol Zagór 50,7. Platz 5 belegt Jenny Nowak vom SC Soland aus Sachsen 172,2. 187,3 reichen für Rang 4 Alexandra Seifert vom VSC Klingenthal. Dann haben wir die Podestplätze nacheinander. Wir beginnen mit der 3 mit dem Bronzeplatz. Sandra Müller, WSV Grüner mit der Note 195,5. Und zwei haben wir über die 200 Punkte, nämlich 205,0. Das ist die Zweitplatzierte Pauline Stefanie, WSV Grüner, ebenfalls Sachsen. Und ganz herzlichen Glückwunsch, ganz oben steht Josephine Laue vom SFV Rothenburg aus Sachsen-Anhalt mit 213,8. Das ist die Siegernote, die reicht dann für Platz 1. Herzlichen Glückwunsch auch hier den Siegern und Platzierten. So, nacheinander Platz 6, Arkadiusz Jojko vom BSS Wiswa. Platz 5, Patrick Hutira, LZS Szokol-Szczyrk. Platz 4 für Szymon Pawlowski, LKS Klimczok-Bistra. Den Platz 3 belegt Oliver Böhme vom SV Blau-Weiß Dittersbach. Und hier möchte ich nochmal ganz besonders betonen, der Oliver hat als 40-Jähriger die Tagesbestweite im zweiten Durchgang 69,5. Und das ist bitteschön 2 Meter unter dem Schanzenrekord. Alle Hochachtung und das in dem Alter. Also Hut ab. So, dann geht's weiter. Zweiter Platz für Lukas Stavovi, Olympische Gilovice. Er gewinnt die Silbermedaille und Gold und den Größenpokal. Der geht ebenfalls nach Polen, nach Wiesma, an Szymon Jojko. Die Bestnote 255,6, aber das hat, denke ich mal, nur statistischen Wert. So, und dann auch euch recht herzlichen Glückwunsch. Ihr wart also die allerersten heute insgesamt, die auf unserer neu nach Helmut Recknagel benannten Schanze einen Wettkampf absolviert habt. Fand ich heute eine runde Sache. Hätte mir zwar gewünscht, dass am Ende noch ein paar mehr Leute da sind, aber so ist das halt im Leben. Auf jeden Fall, was sagst du als alter Hase hier in Bad Freienwalde? War eine gut besuchte Veranstaltung, oder? Also die Prominenz, gerade was Politiker, aber natürlich auch aktuelle und ehemalige Sportler anbelangt, die hat wirklich gezogen. Ja, und wir haben ja also wirklich eine Publikumsresonanz gehabt. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Alles ist ja nun auch ein bisschen wetterabhängig von der Sache her. Und das Wetter hat gehalten. Wir sind heilfroh. Ich habe es heute in der Anmoderation, heute Morgen schon gesagt, dass wir die 30 Grad eigentlich gar nicht brauchen. Dass heute die 18 oder 20 oder was es waren, völlig ausgereicht haben. Aber was viel wichtiger ist, wie gesagt, wir haben die entsprechenden Leute, unsere entsprechenden Prominenz, teilweise zum ersten Mal, teilweise zum wiederholten Mal in Bad Freienwalde hier gehabt. Und dafür nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Da sind wir sehr stolz, dass wir euch heute hier begrüßen durften bei uns in der Parkengrundanlage Sparkassen-Ski-Arena Bad Freienwalde. So, es wird im Laufe der nächsten Tage, Wochen und Monate jeder erfahren, dass hier eine Schanze ist, die den Namen von Helmut Recknagel trägt. Und ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor ihm. Mit 80 Jahren hat er heute den Tag hier super gemeistert, wie er geknechtet wurde. Helmut hier, Helmut da, hast du super gemacht. Dein Applaus, Helmut Recknagel. Ja, willst du mir ins Ohr blasen oder was? Wir blasen jetzt zusammen nochmal auf den Babengrund mit 3 Huben. Wunderbar.